So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei auf meinem Kanal. Und zwar habe ich jetzt mal wieder angefangen, Scarlet Blade zu spielen. Ja, die haben jetzt aktuell ein Starter-Pack. Ist nicht ganz einfach zu aktivieren, aber du kannst es machen. Und da kriegst du ein paar coole Items. Hier, wie man sieht, AP-Box ist relativ voll. Das ist alleine dieses Starter-Pack. XP-Booster, Cyber-Skin-Backpack, hier nochmal so eine Tasche dazu. Alles natürlich No-Trade und auf Zeit begrenzt. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, gebe ich nochmal los. Deswegen habe ich hier auch ein Kostüm an. Xmas Survival, das ist Pet XP und Dingsbums. Nehme ich das doch mal, dann Refresh, Skill Reset Code und so weiter und so fort. Die haben ziemlich viel geändert und ja, ich kriege 20% mehr Gold. Mein Pet hat aktuell 250%. Und ja, der hat jetzt hier so einen Fetch-Chip bekommen, damit kann er jetzt Sachen einsammeln und so weiter und so fort. Und jo. Läuft in dem Sinne ganz cool. Und ja. Gut, deswegen habe ich mir gedacht, komm, kann ich auch nochmal dem Spiel nochmal eine Chance geben. Wir haben natürlich die Tagesquests, haben sie jetzt weggemacht. Bevor ich aber jetzt hier anfange, möchte ich gerne nochmal gucken, was ich alles für Items habe. Ich muss erstmal wieder einen Überblick bekommen. Hier sieht man die Kostüme, die sehen cool aus, aber die machen sonst haben sonst keine Statuswerte. Von daher ja, sehen halt wirklich nur nett aus. Die Dame hat den gleichen, nur bei mir sieht es anders aus, weil ich Shadowwalker bin und dementsprechend auch eine andere Körperfarbe besitze. So, wir machen erstmal hier weiter und ich habe den erstmal auf MP gesetzt. 43er Schuhe, die muss ich erst noch upgraden. Und die muss ich auch noch mit Dingsbums versehen. Was habe ich denn? Bin ich schon 42? Nein. Habe ich überhaupt irgendwas? 42. 32 wäre es Killer Trinket. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas finde. Ja, ich weiß, du hast wieder ein Level abbekommen. Das machst du fein. Trinket. Ich will mal gucken, wie teuer die Dinger sind. 42er Trinkets. 4 Gold ist Hellbase. Ich brauche aber... Ich brauche aber kein Hero Trinket. Ich brauche das Ninja Trinket. 3000, so ein goldenes Trinket. Ich will mal gucken, Ninja Trinket. 7 Gold, das normale. Dot Reduction... Kritrate 85, das wären 10% mehr. Es gibt aber kein goldenes, so wie ich das sehe. Nee, es gibt das Hellbase. Kritrate 105 ist natürlich cool. Das Hero Trinket ist auch sehr nice, für 3000 geht das sogar. Aber alles andere ist halt natürlich schweineteuer und ich brauche halt eher was Kritisches. Aber 7000 Kohle muss auch erstmal zusammenkriegen. Deswegen hole ich mir fürs Level Up erstmal hier ein Ninja, bedeutet das. Ninja. Trinket. Ja, das sollte mit dem Ninja Trinket, sollte das. Erstmal sollte ich erstmal versorgt sein. So, dann werde ich das mal mitnehmen. Ah, ich kann es nur einmal upgraden, das ist scheiße. Aber okay, gut, macht nichts. Kann ich die hier reinstecken? Ja, super. Ich kann die stacken. Das freut mich. So, will ich die Schuhe erstmal upgraden? Plus 1. Plus 1 funktioniert einwandfrei. Mehr kann ich aktuell auch nicht machen. Und 33er Schuhe, die haben natürlich Eva, also Ausweichjuwelen. Die werden natürlich dann auch umgestaltet hier rein. Certification, Seal. Ich würde gerne das Trinket versiegeln. Dann kann ich es nicht mehr verkaufen oder sonst was. Gibt mir aber 9,5% Spellpoints. Von daher... Jo, so kann man das lassen.
Und ich würde mit den Quests weitermachen. Und vor allem muss ich auch erstmal gucken. Ich hätte gern so ein Cyberskin-Backpack. Warenhauscode brauche ich eigentlich gar nicht. XP-Boost habe ich auch mehr als genug. Premium-Medaillon ist natürlich auch ziemlich cool. Das gilt aber auch nur für 3 Tage. Lass mich mal kurz überlegen. Der braucht noch eine Stunde zum Cooldown. Dann nehme ich mir einfach so ein Cyberskin-Backpack. Der gilt auch nur 30 Tage, aber jetzt habe ich hier zum Beispiel. Keine Ahnung, warum das einer nicht. Ist egal, dann habe ich auf jeden Fall erstmal, den muss ich wieder entsammeln. Dann kann ich den ganzen Scheiß nämlich hier runtersetzen und kann ihn wieder aufbeschwören. Dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Platz für meinen ganzen Kram. Die Sachen kommen hier hin. Hier habe ich ganz gerne ein paar Potions. Ist ein Verbrauchsgegenstand, der wird bald leer sein. Wenn er leer ist, ist er leer. Das kommt hier hin und das, ja, kommt auch hier unten hin. Dann habe ich erstmal ziemlich viel Platz. Der hat schon wieder ein Level Up, der Kleine, oder? Nee, okay. Iron Hand Trooper, der ist in Babyron. Aber bevor ich nach Babyron gehe, würde ich natürlich gerne. Ich habe, man sieht, dass die Kamera ein bisschen anders ist. Und zwar habe ich die Kamera jetzt mal um 180 Grad gedreht, sodass ich nicht hier so ein Breitbildformat aufnehme, sondern im Langbild. Sieht vielleicht ein bisschen ganz, sieht vielleicht ein bisschen geiler aus. Ich brauche Tools. Tools, 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 Tools. View all. Ich brauche eine Slifer. Ja, ich sollte schon richtig schreiben. So ein Ding, willst du mich verarschen? Hier haben wir doch welche. 15, die sind relativ teuer. Gut, die gehen, da hole ich mir auch 4 Stück. 4 Stück für hier 8 Gold. Preis per Unit ist eigentlich ganz cool. Kann man mal nehmen. Und dann werde ich meinen Schuh mal ein bisschen upgraden. Die Achievement Stones kriege ich ja auch. Das bedeutet, ich muss mal gucken, wie lange ich den, wie hoch ich den upgraden kann. Maximallevel ist 12. Von daher. So, Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Gut, das habe ich mir aber genauso berechnet, dass ich den nur auf plus 5 kriege. Weil mir halt einfach hier diese Dingsbums, diese Shards fehlen. Die roten kannst du nur für Dingsbums Waffen und Bikes benutzen. Benutze ich den? Warum nicht? Warum nicht? Ne? Warum den nicht benutzen? Aber wieso kann ich den nicht? So, lege ich den mal weg. Wieso kann ich den hier hinlegen, aber nicht dahin? Wieso geht das nicht? Ja gut, ist egal. Achso, das AP-Pack. Okay. Ich verstehe. Ich bin ja hier in der AP-Sektion. Kann ich den upgraden? Der ist nämlich festgesetzt auf 115 Speed. Den normalen Stormchaser, den wir hier unten haben, der ist auf 144 Speed. Aber ich kann den upgraden. Natürlich löst er sich trotzdem nach 3 Tagen auf. In meinen Augen macht das aber nichts, weil Schaße so ein Scheiß kriegst du eigentlich relativ günstig. Und dafür, dass der etwas schneller ist und ganz gut aussieht, kann man den mal benutzen. Ich muss jetzt wieder nach Babyron. Ja, ich habe, solange die XP-Dinger ist, solange es diese Dinger noch gab, habe ich auch dementsprechend gesammelt. Und ja, bin mal gespannt.
Ich darf nicht vergessen, dass wir hier noch den Ignis Vortex Dungeon machen müssen. Aber erst später. Wir können den bis Level 49 können wir den machen, ohne Probleme. Dann können wir den zwar immer noch machen, die Quests, aber dann gibt es kein Loot mehr. Und von daher lasse ich mir Zeit. Muss ich gucken, wo diese Teile jetzt sind. Iron Hand Troopers sind relativ hinten, das bedeutet, ich muss da hinten hin. Okay. Short Range Portal. So weit nach hinten, wie es geht. Iron Hand Troopers, die sind hier. Die steigt auch hier bei diesen Dingern. Ist zwar ein bisschen langsam, aber die steigt auch viel schneller aufs Board auf. Hat aber keine Draufsetzanimation. Was ich ein bisschen schade finde. Ich muss erstmal gucken, weil irgendwie so gefühlt ist der Sound doch relativ hoch. Dann mache ich das aber mal hier im Lautstärke-Mixer einfach fertig. Ganzlinger. Wo sind denn jetzt die Trooper? Iron Hand Troopers, was sind die hier? So, wir wissen, was diese ganzen Buffs bedeuten. Ja, wir müssen nicht mehr sammeln. Das ist auf jeden Fall cool. Von daher bin ich da mal ganz entspannt. Ich habe mich umgeskillt. Auch die Skills wurden alle komplett verändert. Die AOEs habe ich natürlich erstmal beibehalten. Dann habe ich das hier gemacht. Das macht mich eine gewisse Zeit schneller. Benutze ich eigentlich kaum. Den benutze ich ganz gerne, weil der mir Ausweichen und ja, viel Ausweichbuff gibt. Der gibt mir eine auch Ausweichen und Genauigkeit und der gibt mir eine Crit-Chance. Das bedeutet, das ist relativ stark. Hier sieht man meine Werte. Wo hab ich's? Ausweichen, Crit-Rate. Ausweichen einfach mal auf 10.000 erhöht, 11.000. Crit-Rate einfach mal auf 4.000 erhöht. Easy! So. Nee, da will ich nicht hin. Ich will spielen! Achso, ja. Ich drücke immer noch die ganze Zeit E zum Aufheben. Weil ich es einfach nicht gewohnt bin. So. Mhm. Das Pad kriegt gut XP. Das ist schön. So soll das natürlich auch sein. Huhu. Hallo, Mr. Spy. So, der war nicht. Der war nicht tot, ja, gestern war der liebe NKN noch zu Besuch. Und war dann doch ein bisschen länger als gedacht. Was habe ich denn bei den Passiven? Das habe ich nicht geskillt. Das ist eigentlich schade. Das muss ich jetzt auf jeden Fall weiter aufskillen. Weil das gibt nämlich auch Damage. Das kann ich ja machen. Ich habe ja mehr als genug Reset-Codes. Könnte ich eigentlich mal probieren. Muss mal gucken, was ich hier so weglasse. Ich glaube, den kann... Ja, den würde ich schon gerne auf 1 haben. Auf der anderen Seite, wenn ich den weglasse, kann ich die beiden komplett weglassen. Warum habe ich den auf 2? Ich probiere es einfach mal. Ich habe ja mehr als... Was? XP Hyperchip. Klingt cool. You must activate the Hyperchip for pre-office level. Ganz toll. Die haben jetzt so Hyperchips eingebracht.
die man aber erst erlernen kann, wenn man den Level 1er bekommt. Ah, es ist dämlich. Das ist ein bisschen schade für die Leute, die halt da nicht mehr leveln. Das bedeutet, ich kann mit dem Chip nichts anfangen. Ich habe hier noch einen Skill-Z-Code. So, das ist der Auto-Move, der Move. Fade natürlich, so hoch ich kann. Das ist der Auto-Attack. Das ist der hier. Den muss ich auf 2 machen. Dann kann ich den hier maxen, der ist nämlich richtig geil. Ah, den mache ich erstmal auf 2. Dann mache ich den hier auf 1. Ne, den muss ich auf 2 machen, den Fatal Trust. Damit ich diesen AOE hier krieg. Den hätte ich gern mindestens auf 1. Escape Artist brauche ich auf jeden Fall, so hoch es geht. Warum nicht? Den hätte ich gerne. Der reicht auch auf 1. Ne, den muss ich auf 2 machen. Dann kann ich nämlich den unteren Skill hier skillen. So. Den brauche ich auf 3 und den brauche ich auch auf 3. So. Dann habe ich nämlich meine Angriffsskills. So, und bevor ich jetzt hier anfange, würde ich den gerne, so hoch es geht, skillen. Auf 13, dann habe ich nämlich 95 Max-Angriff und Chakra-Angriff und natürlich auch die Prozente. Dann passt das. Das ist hier Auswahl, Max-SP. Den brauche ich nicht. So, was haben wir denn hier? Den brauche ich auf 2, damit ich den... Das ist Schwachsinn. Und zwar brauche ich den Ghostwalk auch auf 2. Ich mag den Ghostwalk nicht. Der ist Schwachsinn. Naja. Dann kann ich den nämlich skillen. So, und die beiden hätte ich gerne auf Max, weil das meine Hauptangriffsteile sind. Der wäre natürlich... Ja gut, den kann ich ja dann auch skillen, aber den brauche ich nicht. Von daher... könnte ich den höher setzen. So, so müsste das funktionieren. Und ja, gut, das sollte so klappen. Der wird mir wahrscheinlich fehlen erstmal, der Skill. Aber der Damage sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus. Die muss ich auch noch skillen. Die kommen jetzt als nächstes hoch. Ich habe jetzt erstmal alle Skills, die ich brauche. Von daher... Oh, komm schon, ernsthaft? Da ist ein Angriff geflogen, ich habe aber trotzdem noch Dingsbums gemacht. Und, naja. So, das habe ich. Weißt du was? Ich rush jetzt einfach mal. Ich nehme mal so einen XP-Trank. Alter, der geht mir so auf den Sack. So, die Quest nehme ich aber noch nicht an. So, Skip, Finish, weiter geht's. Habe ich eigentlich hier noch irgendwas offen? Nee, ich bin erst Level 42, kriege ich erst wieder was. Iron Hand Troopers, okay. Nein, den wollte ich doch gar nicht. So, der Damage sieht soweit zufrieden aus. Deswegen will ich daran nicht meckern. Oh, diese Ganzlinge, ey. Ihr geht mir auf den Sack. Und zwar eindeutig. Oder der Dame geht ihr auf die Brust. Das ist doch nur so ein kleines Bunny-Mädel. Lass die Kleine doch in Ruhe. Die hat euch nichts getan. Hier unten, das würde ich gerne noch füllen.
Das ist die AP-Dingsbums. Okay. Das hebe ich schon mal auf. Der Rest kann mehr oder weniger weg. Die Könige hebe ich auch mal auf, weil die ganz geil sind. Und ja, gut. So. Die Quest haben wir bald fertig. Die kommen jetzt auch schön schnell wieder. So, jetzt können wir mich mal gern haben, alle beide. Das war's. Gut, wir haben jetzt nur noch die Level 40er Quest. Doch, die 39er kann ich noch machen. Das ist gut. So. Nehme ich mal so ein Teil. Was sagt denn mein Halunke? Yay, es... Wieder auf Damm. Ja. HP in SP ist jetzt nicht ganz so extrem. Aber gut, ich habe lieber Spellpoints mit dem Charakter. Als andersrum. Als HP. Ist noch relativ früh am Morgen, 9 Uhr. Ich bin heute aber relativ früh wach geworden. Keine Ahnung warum, ich war einfach saumüde. Robotic Arm. Okay. Wenn ich den Skill sowieso skillen muss. Ghostwalk finde ich so schwachsinnig, wenn du den PV, wenn du den nicht brauchst. Dass du den wirklich für diesen kompletten Zweig brauchst, ist Schwachsinn. Das haben sie einfach geändert, einfach so, weil sie Bock hatten. Jetzt habe ich den GMs auch schon geschrieben, dass ich das nicht so geil finde. Aber die sind da nicht aufgeschlossen. Von den Spell... Hier von den... HP und Mana Portionen habe ich ja mehr als genug. Und von daher ist es relativ Wurst. Ist natürlich blöd, wir sind Level 41, ich glaube wir können diese ganzen Quests in Villedon, in dem zweiten PvP-Gebiet, gar nicht benutzen. Weil man da nur mit, weil man dann nur bis Level 39 hin kann. Die nerven. Ja, dieser Skill ist halt ganz interessant, weil du für ein paar Sekunden halt unsichtbar wirst. Wenn du halt weg bist, dann verlierst du auch die Aggro. Gebend. Den müssen wir auch noch klatschen. Glaube ich. So wie es aussieht, nicht. So. Gib mir mal meinen Ausweichbuff. Der hält zwar nur 10 Sekunden, aber dann treffen die Penner mich wenigstens nicht. Automoves natürlich mal echt mal wieder für den Müll. So. What the fuck? So, die nerven aber jetzt extrem rum. Zum Glück muss ich jetzt erstmal klatschen. Dann habe ich dann vorerst mal ein bisschen Ruhe. Master Key ist natürlich blöd.
Na, gucken wir mal, ob wir den One-Hitten. Ja, wir haben nicht gekrittet, scheiße. Sind die eigentlich handelbar? Ja, sind sie gut. Dann gucke ich nämlich mal, ob ich nämlich Level 1er und 2er finde. Kann man eigentlich so einen machen? Nee. Ich dachte, man kann so ein Auto von denen zerstören. Wäre ganz cool. Aber naja. Dann geht es halt nicht. So. Waren das überhaupt? Nee, das waren andere. Das waren Morders und keine Ganzlinger. Scheiße. Da kann ich ja natürlich viel von denen klatschen. Na, XP sind XP, ne? So, dann kommt mal her, ihr chlorreichen Halunken. Ich werde einfach so lange aufnehmen, wie ich Bock habe und werde dann einfach später dann gucken, wie ich das zurechtschneide. Von daher, ich werde jetzt nicht so auf die Uhr achten und ja, dementsprechend dann auch raufhauen. Die sind Level 7, die sind Level 8. Die sind Level 5. Müssen wir aufhören, unsere Damen hier zu klatschen, sonst klatscht die dich mal. Mit den Wolverine-Gedächtniskrallen. So, Ruhe im Karton. Wackel mit dem Schwänzchen. Oh, wie schön. What the fuck? Jetzt aber. So. Bum, 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 bum. Gut. Finde ich ganz gut, dass wir mit unseren XP, mit unseren MP ganz gut hinkommen. Also mit unseren, hier mit unserem Mana. Von daher will ich mich eigentlich nicht beschweren. Krit, 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 krit. Ah, das war fast One-Hit. Eigentlich schade, früher hat er mehr Damage gemacht. Ja, die haben bei vielen Sachen die Daumenschrauben angezogen, was eigentlich schade ist, weil das Spiel in meinen Augen fokussiert den Fokus zu sehr jetzt auf die Endlevel. So, ich glaube, Maximum Level ist Level 65 oder 69. Ich weiß es nicht ganz. Finde ich ein bisschen schade. Das habe ich auch stark kritisiert. Iron Hand Secret Crate.